Also das ist die Geschichte von der Dattelhexe im Füllnis. Und das hat sich auch so zugetragen, da waren die Eheleute vom Zellerbauer in Füllnis drin, die was im Pizzakob wohnen, die seien mit ihren Ochsenfuder, mit den lahmen Gratten, über die Wiesen rausgefahren und ein Gros zu holen, für ein frisches Gros für die Kühe. Jetzt seien sie Pantacklerbauer seien sie vorbeigefahren und haben sie gesehen, dass die Dacklerhexe auf dem Dach oben war und die Schindeln gerichtet hat. Aber es war ja ein blauer Himmel und die Sonne hat gestrahlt. Und dann sagt die Bäuerin, da die Zellerbäuerin, die sagt noch zu der Hexe, ja sag mal, sag jetzt, so was richtest du die Schindeln her? Dann sagt er, ja, sagt sie, es kommt heute jetzt noch gleich mal ein furchtbares Wetter. Und dann hat er gesagt, ja, die Alte spinnt wieder einmal und sei raus auf der Wiese. Und kaum, dass sie außen waren, auf einmal ist nachher ein Wetter dahergekommen, verstehst du? Es hat gehagelt und geblitzt und gedonnert, genau über dem Tal. Und so viel hat es gehagelt, dass in die Ochsen auf dem Buckel haben sie geblietet, vor lauter sein großer Hagelkern herkommen. Und die Zellerleute haben gesagt, na siehst, die Hexe hat jetzt in so Wetter gemacht, dass wir so einen Schaden haben. Und jetzt sind sie halt heimgekommen und dann müssen die Ochsen kurieren und das ganze Gros haben sie müssen noch einmal trocknen in den Stadeln und dann sind sie halt gerannt und haben dem Pfarrer erzählt, was mit der Dacklerhex passiert ist. Jetzt ist natürlich der Pfarrer raus und es ist schon wieder schön Wetter gewesen. Und dann hat ich halt die Hexe außen gestanden und hat halt blöd gelacht und dann hat er gesagt, Dacklerhex, hat er gesagt, heute hast du wohl wieder mal nicht gut mit uns gemahnt. Ja, sie hat gemahnt, sie ist eben eine große Zaubererin. Und nachher ist er hergegangen und hat gesagt, aber dir wäre es schon sein, jetzt, weil die Füllnässer drinnen, die haben geweihte Glocken und wenn die Glocken läuten und früher genug die Wetterglocken läuten, dann ist die Hexe nicht in Stand, das Wetter herzuzaubern. Und deswegen hat er halt gemeint, da wäre er den Unfug schon austreiben. Und da auf dem Bild habe ich eben die Begegnung auch gemalt, wie der armselige Landfahrer die Hexe trifft und die lacht und die Hände auseinander, wie wenn sie unschuldig war mit ihrem bunten Reckel und der Pfarrer, der ist ganz verdattert und traut sich kaum etwas zu sagen. Und hat natürlich, damit er sicher ist vor der Hexe, hat er einen Rosenkranz in der Hand. Aber man sieht, er ist auch ganz aufgeschreckt und er hat nur die alte, das alte Quantum, was früher die Landfahrer rumgehabt haben, heute rennen sie alle in Zivil. Aber damals waren das eben noch richtige Pfarrer und Kopratter und die haben noch richtig ihr Gewandtum gehabt, so wie halt die Pfarrer von oben bis unten zugeknöpft. Und vorn habe ich eine schwarze Katz gemacht, weil bei so viel Pech, wie der Pfarrer mit der Hex gehabt hat, da muss irgendwie eine schwarze Katz dabei sein, weil es wisst ja, wo eine schwarze Katz ist, dann ist halt etwas los. Und es ist ja heute noch so, dass wenn die schwarze Katze über den Weg rennt, dann halten viele mit dem Auto und lassen einen anderen vorfahren, von lauter auseinandergestorben, dass ihnen etwas passiert. Und oben sieht man die Wolke, wo die Blitze und die Donnerrohr kommen und sonst ist überall blauer Himmel. Und das ist die Geschichte von der Dacklerhexe vom Füllnis im Bizerg.